Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Wir machen heute eine Neuauflage von meinem Schichtkohl, nämlich den Schichtkohl 2.0. Das Ganze ähnelt dann doch eher einem Auflauf. Wie wir das machen, was wir dafür alles brauchen, seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, viele von euch kennen ja wahrscheinlich das normale Schichtfleisch und ich denke mal Schichtkohl ist da so eine abgewandelte Version davon. Heute werden wir das Ganze mal in einem Dutch Oven der viereckigen Variante machen, quasi in einer Kastenform. Und was wir alles für unseren Schichtkohl brauchen, das schauen wir uns jetzt einmal im Einzelnen an. Wir haben hier einen Spitzkohl, da könnt ihr alternativ einen ganz normalen Weißkohl nehmen oder Wirsing, was auch immer ihr gerne möchtet. Dann haben wir hier Kartoffeln, wir haben etwas Milch. Wir brauchen Käse, dann haben wir hier Mehl mit einem Lorbeerblatt, das werden wir später auch brauchen. Wir haben Hackfleisch gemischt von Rind und Schwein, zwei Eier, ein paar Baconscheiben. Hier hinten versteckt ein bisschen Muskatnuss, da könnt ihr auch eine frische Nuss nehmen, wie ihr es gern möchtet. Und zum Würzen werden wir heute wieder meinen Medicopter, mein mediterranes Dutch Oven Gewürz verwenden. Die genauen Mengenangaben wie gewohnt bei mir unten in der Infobox und wir können anfangen, dass wir unser Gemüse vorbereiten werden. Wir haben ein bisschen was zum Schälen und zum Schnibbeln. Das Ganze für euch wieder schön kompakt zusammengefasst. Step 1, Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben schneiden. Zweiter und letzter Step, wir müssen unseren Spitzkohl vom Strunk befreien und das Ganze ein bisschen klein schneiden. Ja, wie ihr gesehen habt, unseren Spitzkohl, den haben wir in so kleine Rauten geschnitten, 2 auf 2 cm. Und das war es jetzt gemüsetechnisch mit unserer Vorbereitung. Jetzt müssen wir unser Hackfleisch noch würzen und dazu kommen wir jetzt. Unser Hackfleisch werden wir jetzt erst einmal in eine größere Schüssel geben, damit wir das dann auch schön verkneten können. Zum Hackfleisch werden wir jetzt erst einmal ein Ei dazugeben. Und als Gewürz natürlich mein Medicopter-Gewürz. Das enthält alle Sorten wie Basilikum, Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln und so weiter und so fort. Und da können wir erst einmal eine reichliche Menge hier drüber geben. Also wenn man es jetzt auch schon mal gleich so schön sieht hier, guckt euch mal diese Flocken hier an aus meinem Gewürz. Das sind diese gefriergetrockneten Knoblauchflocken. Die haben noch richtig geilen Geschmack. Ganz anders da wie so granulierter Knoblauch. Kann man schlecht beschreiben, müsst ihr probiert haben. Also wirklich eine sehr feine Sache. Und dann wird unser Hackfleisch erst einmal richtig schön kräftig durchgeknetet und durchgemengt. 2 Minuten später sieht unsere Hackfleischmasse dann so aus. Und das Ganze erinnert tatsächlich schon wirklich an Hackebäder. Also könnte man sich jetzt so theoretisch auch aufs Brot schmieren. Wäre bestimmt super mega lecker. Apropos Hackebäder, habe ich auch ein Video dazu. Kann ich euch hier oben mal verlinken, falls ihr da Interesse habt und sowas gerne esst. Und dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch unsere Bechamel vorbereiten. Ich mache heute so nicht eine konventionelle Bechamelsoße, sondern so eine Käse-Bechamelsoße. Und dazu gehen wir jetzt mal an den Gasgrill. Am Gasgrill angekommen, haben wir eine gusseiserne Pfanne hier aufgestellt und in den Zutaten habe ich es vergessen, aber wir brauchen etwas Butter und die lassen wir hier drin jetzt erstmal schmelzen. Zu unserer Butter werden wir jetzt nach und nach ein bisschen von unserem Mehl geben und unter ständigem Rühren werden wir uns da so eine Mehlschwitze machen. Hier werden wir jetzt unsere Milch hinzufügen und das Ganze auch unter ständigem Rühren. Kurze Zeit später ist unsere Bechamel dann schön am Kochen und jetzt geben wir hier eine Prise Muskatnuss mit dazu. Des Weiteren könnt ihr das Ganze jetzt mit Salz und Pfeffer würzen. In meinem Fall ist es natürlich wieder der Medicopter. Dann werden wir jetzt unseren Käse noch hier drüber geben und gießen das Ganze nochmal mit kräftig Milch auf. Und am Ende sollte man dann eine richtig schöne käsige Bechamel-Soße haben. Das Ganze muss natürlich noch so lange
einköcheln, bis der Käse komplett geschmolzen ist. Dabei ist Umrühren nicht vergessen, weil wir haben unten trotzdem Hitze. Zur Not die Hitze einfach wegnehmen. Dann ist alles vorbereitet und wir können mit dem Schichten anfangen in unserer Kastenform. Und die werden wir uns jetzt erst einmal anschauen. So sieht sie aus, unsere Kastenform vom Barbecue Toro, die DOS Q4. Wie viel da im Einzelnen reingehen, werde ich euch natürlich alles in die Infobox unten hineinschreiben. Und wir werden jetzt zuallererst anfangen, dass wir unsere Kastenform hier als kleine Schutzschicht mit etwas Bacon auslegen werden. Ein paar Minuten und 400 Gramm Bacon später haben wir es dann geschafft. Unser Boden und die Wände sind schön ausgelegt und wir können jetzt mit dem Schichten beginnen und fangen an mit unseren Kartoffeln, die unsere erste Schicht unten bilden. Über unsere Kartoffeln werden wir dann gleich mal eine Schicht von unserem Spitzkohl verteilen. Und auf den Kohl werden wir dann unser Hackfleisch schichten. Da nehmen wir uns einfach ein bisschen was und werden das so schön ein bisschen plätten, dass wir von der Dicke her so eine 1,5 cm dicke Schicht haben und werden die hier oben drauf verteilen. Über unser Hackfleisch werden wir dann etwas von unserer Käse-Bechamel-Soße verteilen. Das Ganze natürlich ein bisschen verstreichen. Der Beistand von oben ist auch eingetreten. Vielleicht hört ihr im Hintergrund die Glocken. Auf jeden Fall, das war jetzt unser Schichtdurchgang Nummer 1. Und jetzt geht alles wieder von vorne los. Wir fangen wieder an mit unseren Kartoffeln. Und das Spielchen werden wir jetzt so lange machen, bis unsere Form voll ist oder die Zutaten aufgebraucht sind. Und für euch das Ganze natürlich weiter im Zeitraffer. Unsere Zutaten sind dann aufgebraucht und wir haben die ganze Form hier richtig schön vollgebracht. Das gefällt mir richtig gut. Jetzt werden wir uns nur noch unseren Bacon hier einklappen, soweit es eben geht. Ja, leider habe ich kein Bacon mehr, deswegen bleibt diese Stelle jetzt frei. Wenn alles ganz bescheiden läuft, wird uns hier die kleine Stelle ein bisschen schwarz werden, weil wir brauchen Oberhitze und müssen ja auch richtig gut was drauf geben. Wie dem auch sei, die paar Kartoffeln, die jetzt hier dann anbrennen könnten, auf die ist dann auch verzichtet. Und dann sind wir soweit fertig mit unserem Schichten. Dann können wir unseren Deckel hier drauf geben. Halt, hier haben wir noch einen Bacon vergessen. So, und dann Deckel drauf. Dann heißt es für uns nur noch warten, bis unsere Kohlen durchgeglüht sind und dann sehen wir uns am Dutch-Ofentisch wieder, wo wir unsere Kastenform dann aufstellen werden. Am Dutch-Ofentisch angekommen, ihr seht, die Kohlen glühen schon und wir benutzen mal wieder die Tom Coco Barbecue, diese kleinen Mini-Cubes, die haben es mir echt angetan und wir werden jetzt unsere Kohlen erstmal auf unserem Dutch-Ofentisch verteilen. Und dann heißt es erstmal schön alle ausschütten. Und dann schauen wir mal, wie viel das wir tatsächlich brauchen. Da unsere Kastenform ja keine Füße hat, benötigen wir heute diesen Pfannenknecht. Und auf den werden wir dann unsere Kastenform positionieren. Und hier drunter werden wir jetzt erst einmal schön ein paar Kohlen verteilen. Und so könnte das hier unten reichen. Jetzt schauen wir mal, ob das sich hier ausgeht. Und ich glaube, das schaut gut aus. Jawohl, ja, so können wir das lassen und dann werden wir noch die restlichen Kohlen hier oben verteilen. Und so darf unser Schichtkohl jetzt dann die nächsten 1,5 Stunden schön auf die Kohlen verbringen und da sehen wir uns danach wieder. Willkommen zurück. 1,5 Stunden sind jetzt rum. Also ich war froh, mich jetzt wieder ein bisschen aufwärmen zu können. Es ist heute arschkalt hier draußen. Und ja, jetzt müssen wir halt einmal hier reinschauen. Und jetzt guckt er mal hierher.
So sieht das Ganze jetzt nach knapp eineinhalb Stunden aus. Und ich kann einfach nur sagen, wow. Und das duftet, wie es aussieht, nämlich einfach nur grandios. Und das sieht jetzt tatsächlich schon so aus, als wäre das ein bisschen überbacken. Und mein Plan war es, eigentlich jetzt noch Käse drüber zu geben. Ach, wisst ihr was, ich hole den jetzt schnell. Also ich werde jetzt hier trotzdem noch ein bisschen Käse drüber geben. Obwohl es einfach schon richtig geil aussieht. Und man sieht, es hat sich auch hier so eine richtig schöne Flüssigkeit gebildet. Also richtig Saft ist ausgetreten aus dem Bacon. Die Kartoffeln werden sicherlich auch ein bisschen gewässert haben. Und unser Kohl. Na, kommst du jetzt raus, du Käse. Dann gehen wir unseren Deckel schnell wieder drauf. Da ich jetzt keine Lust habe, nochmal extra Kohlen anzuschüren, wegen gut Viertelstunde, werden wir das Kasterl hier jetzt einfach mal runternehmen. Und hier unten sind unsere Kohlen noch richtig gut. Und jetzt werden wir uns alles, was wir an Kohlen hier noch haben, nochmal hier oben drauf packen, dass das nochmal so richtig schön überbacken kann. Ich hoffe, das wird ausreichen, dass der Käse schmilzt. Dazu langt es allemal. Also das bisschen, was wir hier haben, das langt dann auch an Unterhitze, dass es einfach ein bisschen warm bleibt. Und dann lassen wir das alles jetzt hier nochmal für gute Viertelstunde, 20 Minuten schön von oben überbacken. Schauen wir mal, wie dann das Ergebnis wird und da sehen wir uns dann gleich wieder. 20 Minuten später sind wir wieder da. Von meiner Frau kam gerade die Information, ich habe in der vorherigen Szene mein Käppi vergessen. Das habe ich natürlich sofort geändert. Und wir werden jetzt ein finales Mal in unseren Dutch Oven bzw. Kastenform hineingucken. Dann schauen wir mal, ob das mit dem Käse was geworden ist. Ah ja, das langt überall hin. Nicht das Ergebnis, was ich gern gehabt hätte, dass es oben auch so schön braun wird. Aber der Käse ist zerlaufen, das passt. Ja, dann gilt's. Dann werden wir mal versuchen, dass wir hier was rauszaubern können. Und jetzt schauen wir mal, wie das alles hier geworden ist. Also es geht schon mal butterleicht hier durch. Das ist ein Zeichen, dass die Kartoffeln durchgeworden sind. Und dann schauen wir, dass wir das heile packen können. Oh, so gefällt mir das, wenn mal Sachen einfach klappen. Wow. Also sieht mega gigantisch aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt hier noch ein bisschen Soße hier mit dazugeben. Die sollte geschmacklich eine absolute Wucht sein. Solltet ihr die nicht hier drüber geben wollen, schmeißt die auf gar keinen Fall weg. Also da habt ihr eine richtig geile Grundsoße, die wenn euch ein bisschen andickt, da kriegt ihr eine richtig geile Bratensoße oder was auch immer raus oder für Kohlrouladen. Und dann hätte ich gesagt, probieren wir hier unsere Schichtroulade, unseren Schichtkohl und ja, da sehen wir uns gleich wieder. Ja Freunde, in 20 Minuten ist es wieder zappenduster, deswegen muss ich mir jetzt auch schnell beeilen, dass wir einigermaßen noch vernünftiges Licht haben. Und ja, in diesem Sinne heißt es, wir probieren. Jetzt werde ich hier erst einmal versuchen, das Ganze hier ein bisschen zu zerbauen, dass ihr hier auch mal reingucken könnt. So, sieht jetzt nicht mehr so appetitlich aus, aber schaut doch mal her. Also ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also unsere Schichten sind richtig schön ganz geblieben. Unser Hackfleisch hat die Bindung erhalten, obwohl ich da keine Semmelbrösel mit rangegeben habe, sondern nur Ei. Ja, in diesem Sinne, bevor wir den Teller jetzt komplett verunstalten, heißt es probieren. Guten Appetit. Wow, Leute, also Kohlgeschmack vom Allerfeinsten. Wirklich ein grandioses, grundsolides Gericht, was wir hier haben. Perfekt für kalte Herbsttage. An Geschmack fehlt es hier überhaupt nichts, auch mit meinem mediterranen Dutch Oven Gewürz haben wir hier wieder perfekt den Punkt erwischt, einen fantastischen Gewürzgrad. Und Sachen wie Hackfleisch, Kohl und Bacon in Summe machen dann eh ihr Übriges. Also das ist ein Gericht, das kann man nicht verfehlen, das kann man nicht schlecht machen. Man kann es eigentlich nur noch besser machen. Also mehr ist ja nicht dazu zu sagen, es ist ein sensationelles Gericht. Von mir definitiv eine Nachmachempfehlung. Leute, die Dutch Oven kochen lieben, die nicht viel machen wollen, für die ist das perfekte Gericht, also ist wie geschaffen für den Dutch Oven, gerade solche Schichtsachen, einfach ideal, kann ich immer wieder nur empfehlen und die Ergebnisse, was dabei rauskommen, unbeschreiblich geil.
Ja, und in diesem Sinne möchte dann auch wieder zum Schluss kommen. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, gebt mir wieder den Daumen nach oben. Einen freundlichen Kommentar, solltet ihr nur keine Abonnenten sein. Hier drüben könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Und für mich ist jetzt Spachtelzeit. In diesem Sinne bin ich raus. Ich sage danke fürs freundliche Zusehen. Euer McAllister, macht's gut. Luft holen. Ciao.